von Stuhllehne zu Stuhllehne. Hier muss es doch was geben. Wo Menschen sind, fallen doch auch immer Krümel ab. Auf dem Boden war nichts Leckeres zu finden. Ich fliege hoch, setze mich auf eine Stuhllehne. Erhöhte Position, freier Blick über die Tischplatte. Schade, total leergefegt. Ab zum nächsten Tisch, wieder auf die Stuhllehne. Die Menschen sind gerade gegangen, also rauf auf den Tisch. Auch hier kein Krümel, nur Gläser ohne Wasser. Nicht einfach, so ein Spatzenleben. Obwohl, hier im Biergarten ist der Tisch eigentlich meistens ganz gut gedeckt. Da, sieh an, am Nebentisch gibt es was. Ich sehe Kuchen. Ein Stuhl ist frei. Schnell setze ich mich auf die Lehne. Die Menschen schauen mich lächelnd an. Den Tisch behalte ich im Auge, ist mir aber im Moment zu gefährlich. Wer weiß, ob die wirklich nett sind. Lächeln kann täuschen. Ich hüpfe mal in der Nähe herum. Die sind ja gar nicht scheu, sagt einer der Menschen. Es heißt ja auch frecher Spatz, flachst ein anderer. Sehr witzig, denke ich nur. Wo Krümel sind, da sind auch Spatzen, grinst der Nächste. Gottes Geschöpfe sind vielfältig, meint ein besonders gekleideter Mensch wohlwollend. Ja, ja, Herr Pastor, schmunzelt eines seiner Schäfchen. Wie heißt es in der Bibel so schön? Sie säen und sie ernten nicht, und doch sorgt der Herr für sie. Der Pastor lächelt. Wie war, mein Sohn, wie war? Die sind schon seltsam, diese Menschen. Wenn die wüssten, wie mühsam meine Kollegen und ich die Krümel, Grassamen und Würmer suchen und sammeln müssen. Auch kein Zuckerschlecken? Na, hoffentlich lassen sie meinen Kollegen und mir etwas von dem Kuchen übrig. Ich nehme auch die trockenen Krümel. Danke für die Spende.